sagte mir, seine eigenen Brüder der Sünde haben ihn ausgeliefert. Diebe verraten einander, es war schon immer so. Liebe voreinander, das war schon immer so. Ich wiederhole mich. Was? Was? Liebe verraten einander. Woher? Woher? Was war denn jetzt los? Ich muss zurück, bevor ich da reingehe. Wo kamen die denn gerade her? Ich will jetzt mal wissen, was in der Welt haben die jetzt bemerkt gerade hier oben? Ich habe das Gefühl, die künstliche Intelligenz ist hier ein bisschen zu intelligent und weiß Sachen, die sie gar nicht wissen dürfte. Whatever. Den nächsten K.O. geschlagen. Habt ihr gesehen, in der Tür standen auf einmal auch mehr auf, die es gar nicht geben sollte. So. Nächster Versuch. Das mit der Reliquienkammer ist hier ein bisschen tricky. Da steht nämlich einer, der ziemlich schwer auszuschalten ist, weil er in absolut hell erleuchtetem Raum steht. Und ja, und sofort sieht, wenn man Pfeile auspackt hier. Daher gehe ich mal ein Stück weiter weg und hoffe, er sieht mich nicht. Ich hoffe, das klappt. Gute Nacht. Oh Mann, die Mission ist echt ein Mix der gemischten Gefühle. Bugs hier, intelligente Gegner da, Fehler von mir hier. Aber an sich ist sie ziemlich genial. Vor allem nach dem ganzen Supernatural-Kram wieder. Eine direkte Mission mit direkten Zielen in einem interessanten Setting. So, Gruppensex der Hammeriten. Ihr habt sicherlich mal nötig. Und damit dürft ihr oben jetzt wirklich sauber sein und wir können uns in der Reliquienkammer umsehen. Wenn nicht wieder einer aus dem Nichts Alarm schlägt. Mann, Mann, Mann. Der genebelte Schädel. Genebelte? Der gebenedeite Schädel. Was ist denn gebenedeit? Von Sant Jora, visionärer Bauer und frommer Bewahrer des Glaubens. Der erste Hammer, Symbol unseres Aufstiegs aus dem Schatten des Schwindlers. Meins. Das Kind der Schmiede, der erste Hammer, der aus einer Form gegossen wurde. Er ist das Werk des heiligen Vater Tenor. Der gar nicht wie Thor klingt. Der Gott mit dem Hammer. Okay. Wir brauchen jetzt nur noch die Talismane. Aber bevor wir uns die holen, würde ich eine Sache gerne noch überprüfen. Und daher mache ich mal kurz einen Cut, denn das erfordert ein wenig Sucharbeit. Und wir sehen uns sofort wieder, Leute. Bis in einer Sekunde. Und weiter geht's, da sind wir auch wieder. Ich wusste doch, ich habe noch was liegen lassen, denn ich habe hier auf dem Friedhof echt eine Goldvase stehen lassen. Da habe ich hier so einen Ärger gekriegt. Und dann habe ich nicht mal alles mitgehen lassen. Bäh. So, und jetzt kümmern wir uns aber um die Schnitzeljagd, um endlich an die Talismane zu kommen. Zur Erinnerung. Wir müssen 5 Schalter finden innerhalb von
5 Minuten. Einer befindet sich bei Bruder Mason, einer hinter Sandjura-Schädel, einer in der Küche beim Herd, einer hinter der Streckbank und einer lagert hinter dem Baum des Stusssteins. Wie gesagt, ich habe damals echt eine Weile gebraucht, bis ich die gefunden habe und dachte, wow, in 5 Minuten ganz schön krass. Aber wenn man weiß, wo sie sind, geht das eigentlich. Hier ruht Bruder Mason, der wahrhaftigste aller Gelehrten. Nummer 1, damit beginnt unser Zeitlimit. Nun gehen wir mal zum Baum des Schlusssteines. Müsste hier im Garten sein. Denn hier stehen jede Menge Bäume rum. Also versteckt sich hier auch der Schalter. Muss man ein bisschen friemeln und dann findet man den. Nummer 2. So, welchen nehmen wir jetzt als nächstes? Ne, jetzt nehmen wir den beim Schädel. Dazu müssen wir in den Reliquienraum zurück. Und da wir jetzt alles gesäubert haben, dürfte das kein Problem darstellen. Dum-di-du, dum-di-du. Jo, alles ruhig. Schalter! Fehlen noch 2, die wir beide im Untergeschoss finden werden. Einen bei der Streckbank und der andere in der Küche. Sollte zu schaffen sein. Und ein paar Minuten haben wir sicherlich noch. 2 oder 3. Go, Garrett. Go, Garrett. Hol dir die Schalter. Hol dir die Schalter. Denn mit Küche ist die alte Küche gemeint, die jetzt zur Schatzkammer umfunktioniert wurde. Und damit bin ich schon mal richtig. Ich bin ja amazed. Und zwar hinten am Kamin. Den haben wir nicht schon mal sogar gesehen gehabt. Habe ich damals aber gekonnt ignoriert und auch nicht zugesagt. Fehlt nur noch einer in den letzten 1-2 Minuten. Der bei der Streckbank. Dazu müssen wir den guten Inquisitoren aufsuchen. Dem wir noch mehr schlafen geschickt haben. Der träumt jetzt fester als je zuvor. Und hier ist die Folterkeller. Sein Folterkeller. Und da ist der Schalter und die Streckbank. Und das Geräusch sagte uns, wir haben es geschafft. Hoch zu den Talismanen. Die Mission hier geht relativ fix, wenn man alles schon mal gemacht hat irgendwie. Ach so, die ist nicht ganz so lang wie die anderen. Gefällt mir aber trotzdem ziemlich gut. Das ist wieder sehr direkt, sage ich mal. Die Mission nicht großes Rumgeforsche, aber dafür doch schon ein bisschen, sag ich mal, Gerätsel und Gegucke und schauen, wie es geht und so. Gefällt mir einfach gut, die Mission, muss ich sagen. Ohne groß weiter drüber rumzulabern. So, jetzt schnell nach oben. Obwohl, ich muss nicht schnell sein und ich muss auch nicht nach oben. Denn ich muss hier hinter. Denn durch die Schalter, die wir jetzt rechtzeitig alle betätigt haben, ist dort hinten jetzt das Gitter runtergegangen. Jetzt ist dann natürlich noch das Problem, wenn man hier rüberkommt. Ich meine mal gesehen zu haben in dem Video, wie ein Typ da rüber gesprungen ist. Das ist aber ziemlich schwer und man muss sich unglaublich krass an der Kante festhalten. Nachvollziehbar, denn die Entwickler wollten das natürlich nicht unbedingt so, dass man das so macht. Und da habe ich auch überlegt und überlegt, was ich machen soll. Da fiel mir dieser Hammer hier auf und wir erinnern uns, wir haben beim Hohepriester so einen Hammer mitgehen lassen. Und dadurch, dass wir den jetzt dabei haben, öffnet sich hier einmalig so eine magische Brücke. Tada! Ist doch viel gemütlicher, als so einen blöden Sprung zu machen. Übrigens, wenn man diese Brücke auslöst, dann weggeht und später wiederkommt, kann sie weg sein und dann kann man sie nicht mehr auflösen oder ist ein Bug oder weiß ich nicht. Also aufpassen, wenn ihr das spielt. Und das öffnet uns die Tür zu den Talismanen, die wir aber so nicht nehmen können, weil noch ein Schutzzauber drauf liegt. Und wir erinnern uns, wir haben in einem Dokument davon gelesen, dass man, bevor man die Talismane berühren oder bewegen kann, man das Gebet des Erbauers sprechen muss. Und dafür habe ich das mitgenommen. Nein. Das müsste das hier sein. Ich bin ein Baumeister der Mauern. Lass meine Mauern in die Jahreszeiten, die Jahre und die Zeitalter überdauern.
Lass meine Mauern stehen, da Familien sich mühen, Armeen marschieren und Reiche vergehen. Ich, darum mauer ich Mauer, großer Bauer, Gewehre Mauer. Amen Mauer. Whatever. Der Schutzzauber ist weg. Wir greifen uns die Talismane und ein Alarm ist losgegangen. Kann uns aber relativ wurscht sein. Denn jedenfalls, soweit ich weiß, dadurch, dass wir so gut wie jeden hier im Schlafen geschickt haben, wird uns jetzt hier auch niemand mehr groß stören. Und wir müssen jetzt nur noch nach draußen gelangen. Nein, nicht in den Keller zurück. Genau, hier sind wir hergekommen. Auf geht's, nach oben. Schöne Mission auf jeden Fall. Schöne Idee mit dem Undercover-Gehabe und dem nicht auffallen. Und mal offensichtlich vor den Hammeriten herumlaufen dürfen, in gewisser Weise. Schöne Sache, auf jeden Fall. Und man kann es auch nicht verhindern, dass der Alarm losgeht, also... Perfekter kann man die Mission doch nicht erledigen und da stehen tatsächlich Hammeriten. Ich habe die vergessen. Scheiße. Und das am Ausgang. Moment, ich kann einen anderen Ausgang nehmen. Weil da stehen mir gerade zu viele rum. Nehmen wir lieber einen anderen Ausgang. Okay, ich hatte noch die vergessen, die bei der Kaserne lauern. Nehmen wir den Weg hier in den Burggraben. Und schon sind wir draußen. Geschafft! Und das ist die erste Mission, nach der allerersten Mission, in der ich es schaffe, sämtliche Beute zu finden. Yeah, Baby! Es wurde ein Körper entdeckt. Das könnte natürlich der sein... beim Altar, als ich den einen im Gasfeuer betäubt habe, während der andere daneben gestanden hat. Ich denke mal, das war auch der, sonst würde mich es extrem wundern, wo das gewesen sein soll. Ist auch Schnuppe, wir haben es geschafft. 3/4 Stunde gebraucht. Mit dem ganzen Gefälle insgesamt 1 Stunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Bis dann, Leute!